Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Bergisch Land. Mit dabei haben wir natürlich wieder den einzigartigen Maschierer und den Jörgi. Hallo. 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 So, nach kleineren Problemchen machen wir jetzt erstmal weiter. Wir wissen nicht genau, woran es liegt oder warum es ist, aber ein paar Sachen ist ein bisschen schwierig momentan hier, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Der Ron und Konsorten ernten hier das Feld ab, vor uns. Ist ja eine Frechheit, ne? Also eigentlich müssten wir ja, wenn wir irgendwas haben, ne? So Strohballen oder sowas. Ne, warte mal, wir wollten ja eine Friendly Challenge spielen. Okay, doch. Also Magira, du sagst, wenn du fertig bist, du bist schon relativ weit, weil dann könnte man noch was annehmen. Wobei die anderen Seemissionen sind alle weg. Ne, eine ist noch da. Zwei sind noch da. Okay. Wir haben so zwei Bäume auf der Wiese. Mach sie weg. Wollen wir da vielleicht Boxen die fragen? Die machen das nicht gratis, glaube ich. Das sind doch unsere Experten. Wenn sie die Bäume kriegen, dafür kriegen sie ja schon was dann. Hallo! Hallo! Ach du Scheiße, warum? Das ist ja. Jetzt. Ja. Also eigentlich wollten wir uns diese Woche ja gar nicht sehen, ne? Haben wir besprochen auf der Holzer. Eigentlich ja. Achso, ja, ist. Nee, wir brauchen aber Geld. Bin ich ja froh, dass du reinkamst. Wieso? Ja, was macht ihr denn fürs Geld? Nee, kurze Frage. Wir überlegen uns, einen Drescher zu kaufen. Seid ihr durchaus interessiert auch an eine Drescher-Investition? Spontan würde ich nein sagen. Weil ihr seid, also, wie man so sagt, seid ihr auf Zwiebeln gegangen? Oder war es euer Plan, ne? Ja. Oder ist jetzt verworfen? Weil nein. Der Preis war ja nicht legitim. Ne? War ja so. Naja, die einen sagen so, die einen sagen so, ne? Ach so. Okay. Nee, tatsächlich sind wir nicht in Richtung Drescher unterwegs. Okay, genau. Aber wir lernen uns den gerne mal aus von euch dann. Okay. Das wollte ich nicht hören, glaube ich. Nee, wollte ich nicht hören. Ja. Auch nicht so, wenn man sich zu dritt zusammentut. Ich sehe tatsächlich keinen Mehrwert für uns. Gar keinen, also nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise, nein. Okay. Warum? Hast du auf unser Geld geschielt? Ich habe gar nicht hingeguckt. Achso, nee, okay. Aber gute Sache, ich kann mal gucken. Nein, bitte nicht. Nee, ich guck nicht. Okay. Wieso? Nee. Habt ihr euer gutes Geld, ne? Ja, wir haben Jörgi verkauft. Jörgi, verkauft, ne? Ist nicht mehr auf dem Markt zu haben. Nee, ist schon weg. Okay. Da war ein Russe war schneller. Russe? Oh. Ja. Wir hätten noch kein Geld gehabt. Okay. Naja, okay, gut, jetzt wollte ich wissen. Dann. Aber, eine andere Sache. Ihr seid ja so die Holzfäller, die Wilden, ne? Ja, übelst. Also. Professionell lassen wir uns mal dahingestellt, aber ihr macht ja Holz. Genau. Wir haben da so zwei Bäume am Feld. Ja. Die würden wir gerne beseitigen. Beseitigen? Und sollen wir die abtransportieren und uns das Geld dann einstecken? Fürs Entfernen? Das war jetzt, das kam jetzt von mir. Nicht also ganz das, was gewünscht war, aber die Idee. Nein, ja. Also, die Idee wäre gewesen, ihr macht diese Bäume weg. Ja. Ihr bringt die weg und verkauft sie. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich weiß nicht, was ein Baum gibt. Keine Ahnung. Ja. Wie dick sind die denn? Wo sind die denn überhaupt? Sieht man die? Da muss der Jörgi fragen. Keine Ahnung, wo die sind. Auf der 43. Maschira, bitte arbeiten einstellen. Wurde da was angezeigt? Ja, ist fertig. Oh, gerade ist bei mir. Ja. Auf der 43? Ja. Wo ist die denn jetzt da? Ach, da ist Jörgi. Kannst auch in meinen Unimog-Katz reinspringen. Ja. Fährst du auf die 76, bitte, Maschira? Okay, wo sind die? Guck mal rechts von dir. Mit Dinkel. Ja, aber wir haben jetzt keine Baumstumpffräse halt, ne? Oh nein. Nein. Aber kriegt man die denn so klar? Ne? Wird euch, glaube ich, nicht helfen dann. Wir haben noch keine Baumstumpffräse leider. Aber ihr seid nicht gut ausgerüstet, Jungs. Nee, sind wir gar nicht. Hallo? Was denn? Guck mal, wie wir unsere Bäume wegbringen. Ich hab's mir angeguckt. Es lohnt sich, sagst du? Nein, also durchaus können wir den entfernen. Wir kriegen halt die Baumstümpfe nicht weg. Das bringt euch wahrscheinlich nicht weiter, oder?
Ja, es ist schon mal besser, weil da können wir auf alle Fälle mal ein bisschen drüber fahren. Ja, ihr könnt auch Dynamit oder so nehmen, wenn das besser geht. Ja, also wegen den Baumschimpfen würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, tatsächlich. Ja, es dürfte kein Problem sein. Marc kommt vorbei mit dem Hänger, dann transportieren wir den ab. Ja, super. Wo ist denn hier der Eingang? Wo ist denn der Eingang hier? Einmal hier unten bei mir und einmal da oben auf der Ecke, wo du gerade warst. Okay. Ja, gut. Nee, das kriegen wir hin. Wenn wir uns dann natürlich müssen wir gucken, was darum kommt. Eine andere Frage, weil du gerade da bist, zufällig. Ja. Ihr würdet wahrscheinlich nicht dabei sein, wenn wir uns einen selbstfahrenden Ernter für die Zwiebeln kaufen, ne? Wer denn für Zwiebel oder ist der Universal? Wie war es denn jetzt noch? Der war für Zwiebel. Nur für Zwiebeln. Ja, wir sind halt am... wir haben nicht alles von dieser Thematik Preise mitbekommen am Anfang. Der Preis ist ja deutlich gesunken, ne? Genau, von 3.000 auf 250. Oder in welchem Fall würde er wieder steigen? Also was habt ihr da... Gar nicht. Der ist ja, wieso war der so hoch? Weil dann ein Mod drin war, dieser Greenhouse-Mod war drin. Okay. Und ich habe es auch nur vor der Aufnahme gehört, mit diesem Greenhouse-Mod ist der Preis auf 2.000 oder 3.000 hochgegangen. Also der Preis wird nie wieder so hoch wird der Preis nie wieder werden. Mhm. Der Preis wird sich irgendwo in diesem Segment abspielen, 210 bis 290. Aber ihr seht immer noch Potenzial in Zwiebeln. Also es ist... weil viel Ertrag rauskommt, oder... Wir wissen es nicht, wir spekulieren darauf. Der Grundgedanke ist der, dass man einfach mal was anderes macht. Nicht immer nur dreschen, Silage ballen. Es nimmt genau gleich wieder Form an wie andere Projekte, weißt du? Genau, das ist auch unser Problem. Wir wissen nicht so ganz. Also, Holz ist zwar interessant, aber kann es halt nicht dauerhaft machen. Du kriegst dann eine Waffe sozusagen. Okay, ja. Kann dauerhaft, also macht halt nur Spaß mit dem richtigen Equipment sozusagen. Ja, ja, gut. Am Anfang, ja. Aber dauerhaft glaube ich eher weniger. Ja. Also sind wir uns noch nicht ganz einig. Aber würdet ihr Hälfte-Hälfte machen in dem Sinne? Also das ist jetzt die Frage. Also so gleichen Anteilen? Was kostet ihr? Was habt ihr schon mal? Das Ding kostet 400.000. Eieiei. 400.000. Ja, das gut, ist halt das die ist Frage. Ja noch Zukunftsmusik da, ne? Das also, ist wir haben das Nein, ist Zukunftsmusik, aber es ist nur mal prinzipiell die Frage, in welche Richtung ihr geht. Wir wissen es aktuell nicht. Also gerade haben wir da Getreide durchaus. Tatsächlich, deswegen bin ich auch rumgekommen wegen Drescher. Jetzt seid ihr schon raus. Jetzt müssen wir mal die anderen nachfragen, weil die Frage ist ja dann, wenn jetzt keiner einen Drescher haben möchte, können wir den selber investieren über 100.000? Wahrscheinlich dann schon, ne? Natürlich. So ist es vereinbart. Also das heißt... Wenn ihr jetzt was kaufen wollt, egal Gerät X, und ihr habt keinen, der da mitmacht, dann könnt ihr das selber kaufen, ja. Ja. Ich werde das mal unbesprechen, wie es... Ja, gib mir gerne Feedback, wenn du da weißt, wohin es konkret geht. Dann können wir mal schauen. Okay. Alles klar. Ja, weiß Bescheid. Jo. Ich komm dann mal wieder. Super, danke. Bis dann, ciao. Tschüss, gern. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum ich Boxer das gerade gefragt habe, ne? Ich frage mich gerade überhaupt, gibt es die Rose eigentlich für Zwiebeln? Gibt schon, aber die haben wir nicht drauf. Achso. Hast du die Regeln zufällig nochmal offen? Kannst du schnell aufmachen, ja. Oder warte mal, ich suche mal das gleich mal raus mit Link. Yagi! Schafe ist voll. Schafe ist voll! Was? Ja, ich flitze gleich hin. Warte mal, ich suche mal das jetzt mal ganz kurz selber raus. Bergisch Land. Achso, da ist aber keine Regeln drin, ne? Wo? Oh. Also ist hier ein Test geschickt? Ja. Guter Mann. Link öffnen. So, warte mal, die Regeln sind offen. Stopp! Selbstfahrende Erntegeräte ab 100.000 Euro müssen gemeinsam gekauft werden. Perfekt, damit sind wir schon mal raus, weil das, was wir kaufen wollen, ist kein selbstfahrendes Erntegerät. Genau. Also irgendwie geht die Sämaschine. Die ist zwar im Menü, also es sieht so aus, wie sie unten wäre, sie ist aber nicht unten. Drecksding.
Sarah. Da musst du echt gucken, ne? Wahnsinn. Also Maschera ist sehr, sehr fleißig, das muss man echt sagen. Ja. Wir haben dann noch mehr Missionen, Maschera. 115 hätten wir da noch. Aber ich denke mal, mit so einem Traktor und mit so einer Sämaschine fährst du auch nicht ungern, ne? Ja, ein Fan für mich lieber. Ja, muss noch ein bisschen warten, Maschera. Also das Ziel, ne, ist natürlich, dass wir alle drei ein Fan 1050er fahren, das ist ganz klar. Wer ist denn das? Jörgi, du bist raus. Ich hätte gerne so eine Mission für 20.000, 30.000, das wäre richtig schmackhaft. Hast du es eigentlich noch im Feld gepflügt? Ja, die 43 bin ich angefangen, ja. Wollen wir da auch noch Zwiebeln dran machen, oder was? Würde ich sagen. Geilo. Wir müssen ein bisschen drauf aufpassen, ne? Wir spulen bald, unter Anführungszeichen. Hm. So, also das Feld hier habe ich jetzt gleich zwei Bahnen noch. Die Karte selber ist wirklich schon sehr, sehr schön, ne? Da kannst du echt nichts gegen sagen. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viel wir den BGA-Auszahlung bekommen könnten? 100.000 werden es nicht sein, ne? Nee, nie im Leben. So weit haben wir nicht eingesprungen. 50? 30, 40. 30, okay. Ja. Kein Wunder. Wie viele Paletten stehen da oben? Eine? Ja, eine, die mitten im Trigger drin steht. Ist einfach nur perfekt. Einfach nur perfekt. So, dann fahre ich jetzt rüber auf die 43, hau da auch nochmal Zwiebel drauf. Weil hat sich das auch gelohnt zumindest. Wollen wir den Silo hier nicht abdecken? Jörgi? Hm, welches? Hier. Da, wo Silogas drin ist. Das können wir nicht abdecken, ja. Da müssen wir noch ein bisschen verdichten und dann abdecken, weil wenn wir spulen, wie gesagt, dann, ne? Ja. Was ist los, Unimog? Alter, sind jetzt... Wieso sehe ich jetzt drei Pfeil? Ist egal. Es ist einfach egal. Grüße, Jörgi. Du. Machst du das hier schön und hübsch? Ja. Ich hab zwei Jörgis auf deinem Feld. Wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Gibt doch gar nicht. Ja, bei mir schon. Sicher? Jetzt ist einer weg. Wie hast du das jetzt gemacht? Ausgestiegen. So. Alter, ich will halt so knapp wie möglich ranfahren, ne? Aber wenn du die ganze Zeit am Zaun hängen bleibst, dann macht das einfach keinen Bock. Weiter als ich geflügt habe, brauchst du auch nicht. Ja. Aber das Problem ist nur, mit dem Unimog musst du weit rausfahren, damit die Sämaschine dann einigermaßen die Bahn trifft. Und auch wieder, ja. Aber ich könnte derweil, wenn du jetzt hier noch bei bist, könnte ich in der nächsten Folge vielleicht noch das Silo am Hof festfahren und dann wieder zurückkommen. Ja. Das wäre auf alle Fälle eine Variante. Maschira, wenn du keinen Bock mehr hast, sag Bescheid. Wir können gerne mal tauschen. Ich sehe auch an, ne? Aber... Kannst auch fliegen. So, dass ich es mal erwähnt habe. Stopp, Maschira. Stopp. Ja, ich komme mal festfahren. Nee, alles gut, das mache ich. Nee, also, wegen dem Gewicht. Oh ja, gut. Ja. Bist du schon dir schwerer als ein Unimog. Bist du in Hofnähe? Wo bist denn du, Alter?
Irgendjemand mal Schere gesehen? Ah, da oben ist er. So, warte mal, ich nehme jetzt gleich noch eine Mission an, bevor sie weg ist. 2850, das ist halt schon nobel. Feld 30 wäre das Marschierer. Das ist eh irgendwo bei uns, glaube ich, ein bisschen unterhalb. Wo ist denn die 30? Ah. Unterm Shop. Auf die 30 gehört dann Sojabohnen. Gut. Ich habe schon viel zu lange gemacht. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am morgigen Freitag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Bergischen Land. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.